Hallo und willkommen zum dritten Teil des Star Wars Specials der Popcorn Guys. Man kann die Tage bis zum Kinostart von Das Erwachen der Macht schon fast an zwei Händen abzählen. Die Merchandise-Welle ist endgültig über uns hereingebrochen und der Film ist fast schon zu omnipräsent. Dabei wird es zunehmend schwerer, sich im Netz vor weiteren Filmclips und Spoilern zu schützen. Aber ich möchte standhaft bleiben und drehe für mich persönlich den Informationshahn zu. Stattdessen kann ich mich ja weiter den Reviews zu den bisherigen Star Wars Episoden widmen. Inzwischen bin ich bei Die Rache der Sith angekommen, dem Abschluss der Prequel-Trilogie. Und so viel kann ich schon mal sagen, bei diesem Film habe ich nicht ganz so viel zu meckern wie bei den zwei vorherigen. Es könnte sein, dass ich hier und da sogar ein wenig Lob aussprechen werde. Aber genug der unnötigen Worte, legen wir los. Die Rache der Sith spielt ein paar Jahre nach der Angriff der Klonkrieger. Die Klonkriege sind in vollem Gange, beziehungsweise erreichen sie bald ihren Höhepunkt. Die Separatisten haben Coruscant, das Herz der Republik, angegriffen und es ist ihnen gelungen, Kanzler Palpatine gefangen zu nehmen. Die Jedi Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sollen den Kanzler nun befreien. Der Film startet mit einer Weltraumschlacht, deren erste Kamerafahrt zwar vollkommen aus dem Computer kommt, aber dennoch imposant ist. Von der Stimmung her wirkt es anfangs wie ein gefährliches, aber im positiven Sinne aufregendes Abenteuer von Obi-Wan und Anakin. Doch die Eröffnungssequenz kann diesen Tonfall nicht lange halten und wechselt verstörend schnell zwischen zu verschiedenen Extremen. Obi-Wan und Anakin erreichen das Schiff, auf welchem Palpatine gefangen gehalten wird. Spielend und mit lockeren Sprüchen auf den Lippen kämpfen sie sich ins Innere vor. Dass die Kampfdroiden der Separatisten keinerlei Bedrohung darstellen, ist ja seit Episode 1 nichts Neues. Beim Kanzler angekommen, treffen sie auf einen alten Bekannten, Count Dooku. Hier verändert sich der Tonfall der Eröffnungssequenz rapide. Anakin verfällt wieder ein Stück weit der dunklen Seite und befolgt einen Befehl Palpatines, indem er Dooku tötet. Wenn man bedenkt, dass Palpatine ein Sith ist, könnte man eigentlich ab hier von Darth Vader sprechen. Nach diesem dramatischen und für jüngere Zuschauer recht verstörenden Moment kehrt die Eröffnungssequenz aber wieder zum locker flockigen Tonfall zurück. Beigemischt werden Slapstick-Szenen zwischen R2-D2 und den Kampfdroiden, welche die Streitkräfte der Separatisten nur noch lächerlicher wirken lassen. Beim Zuschauer stellt sich ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit ein. Wie soll ich nun empfinden? Soll ich mich unterhalten fühlen? Soll ich Angst haben? Und wer ist eigentlich General Grievous? Ja, General Grievous. Ich bin ein wenig hin und her gerissen, was ihn angeht. Einerseits punktet er mit einem coolen Design und die Idee eines Hybriden aus Droid und Organismus ist nicht schlecht. Gewissermaßen ist Grievous damit ein Verweis auf das, was mit Anakin geschehen wird. Allerdings wirkt der Droidengeneral durch seine Asthmaanfälle stellenweise sehr komisch, was ihm einiges an Bedrohung raubt. Aber ich entschließe mich dafür, Grievous unterm Strich doch gut zu finden. Nachdem die Eröffnungssequenz geschafft ist, gönnen sich unsere Helden eine kurze Verschnaufspause. Obi-Wan und Anakin schwärmen im Gespräch kurz von alten Zeiten. Ähnlich wie bei Episode 2 sprechen sie über ihre Freundschaft, wirklich gezeigt wurde ihre Freundschaft aber nie. Vermutlich ist es im dritten Teil einer Trilogie, aber ohnehin zu spät, wenn man dem Zuschauer ein besseres Gefühl für die Charaktere vermitteln möchte. Auf Coruscant befindet sich auch Padme, die inzwischen von Anakin ein Kind erwartet. In Die Rache der Sith ist Padme ein relativ passiver Charakter, was ich jetzt aber einfach mal auf die Schwangerschaft schiebe. Trotzdem wird Padme zu einem alles entscheidenden Faktor in Episode 3. Anakin, der sich auf das gemeinsame Kind freut, wird von Albträumen geplagt, in denen seine Frau stirbt.
Wegen seinen Visionen sucht Anakin unter anderem Yoda auf. Jenes Gespräch ist einerseits interessant, wird dabei doch deutlich, dass Anakins Angst vor Verlusten sein großer Antrieb ist und ihn anfällig für die dunkle Seite macht. Eine nachvollziehbare Charaktereigenschaft. Auf der anderen Seite verdeutlicht das Gespräch mit Yoda aber auch, wie kurzsichtig doch die Jedi sind, dass sie Anakins Probleme und sein Gefahrenpotenzial nicht richtig einschätzen. Dieser Teil des Films wird allgemein von Dialogen geprägt, die allesamt einfallslos gefilmt wurden. Zwei Kameras, zwei sitzende, stehende oder laufende Schauspieler und ein Greenscreen, auf welchem später ein seelenloser CGI-Hintergrund erscheinen wird. Die Menge dieser Gesprächsszenen lässt den Film phasenweise sehr träge und lustlos wirken. Doch zurück zur eigentlichen Handlung. Palpatine sorgt dafür, dass Anakin einen Platz im Jedi-Rat erhält. Allerdings weigern sich die Jedi, Anakin in den Rang eines Meisters zu heben. Dies kratzt natürlich enorm am aufgeblasenen Ego des jungen Mannes und spielt ihn nur noch weiter in Palpatines Hände. Die Jedi spielen das Spiel allerdings mit, da sie Anakin als Spitzel in der Nähe des Kanzlers platzieren wollen. Auch hier muss ich das Urteil der Jedi stark anzweifeln. Offensichtlich vertraut niemand wirklich Anakin, nicht einmal Obi-Wan, und Mace Windu räumt ein, dass es gefährlich ist, ihn in die Nähe Palpatines zu bringen. Da stellt sich mir die Frage, warum tut ihr es dann? Doch die Dummheit der Charaktere beschränkt sich nicht nur auf den Jedi-Rat, auch Anakin beweist seine Kurzsichtigkeit in einem Gespräch mit dem Kanzler. Palpatine erzählt ihm von einem Sith, der in der Lage war, Menschen vor dem Tod zu bewahren. Müssten hier nicht sämtliche Alarmglocken bei Anakin läuten? Bis vor ein paar Jahren waren die Sith noch ein totales Mysterium, selbst der Jedi-Rat hielt sie für ausgelöscht. Und da kommt jemand, der anscheinend nicht mehr sein will als ein Politiker, mit einer solchen Geschichte um die Ecke? Andererseits muss ich zugeben, dass dieser Köder filmisch funktioniert. Anakin befürchtet den Tod seiner Padme, der Böse bietet ihm eine Möglichkeit, sie vor dem Tod zu bewahren. Einfach, aber nachvollziehbar und passend zur Motivation Anakins. Obi-Wan ist inzwischen unterwegs nach Utapau, wo sich General Grievous aufhalten soll. Yoda reist nach Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookies, wo die Klone gegen die Druiden kämpfen. Hier trifft der kleine grüne Jedi-Meister auf eine weitere Figur der klassischen Trilogie, Chewbacca. Ich finde nicht, dass das alles sonderlich viel Sinn macht. Man wollte den Fans wohl einen Cameo-Auftritt bieten, aber wenn man an Chewbaccas eher abfällige Bemerkungen über Ben Kenobi in Episode 4 denkt, erscheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass der Wookie einst an der Seite von Jedi-Rittern kämpfte. Aber glücklicherweise wird Chewbacca in nur ganz wenigen Szenen gequetscht. Auf Utapau wird General Grievous von Darth Sidious, also Palpatine, dazu angewiesen, sämtliche Separatistenanführer zum Planeten Mustafar zu schicken. Ich frage mich, wo darin der Sinn liegt. Wäre es nicht strategisch klüger, die Anführer in der ganzen Galaxis zu verteilen, um den Krieg weiter in die Länge zu ziehen? Klar, Palpatine kontrolliert beide Seiten und bringt alles und jeden in die Position, die für ihn am günstigsten ist. Man könnte Palpatine jetzt für ziemlich clever halten. Aber seine Pläne funktionieren genau genommen nur, weil alles und jeder um ihn herum dumm wie Brot ist. Jedenfalls stellt sich Obi-Wan Grievous auf Utapau und fällt damit mal wieder aus seinem Charakter. Größtenteils stellt ihn das Drehbuch ja als weisen Jedi dar, der erst überlegt, bevor er handelt. Doch hier fordert er Grievous draufgängerisch zu einem Duell auf, umringt von hunderten Kampfdruiden. Er hätte leicht sterben können. Dabei hätte er einfach nur 5 Minuten warten müssen, bis die Klonarmee eintrifft. Die Separatistenanführer waren eh schon außer Reichweite und Grievous kann sich nicht innerhalb von Sekunden vom Planeten beamen. Das Duell zwischen Obi-Wan und dem Druidengeneral zieht sich in die Länge und fährt mal wieder mit allerhand CGI-Gespiele auf. Unter anderem muss eine seltsame Rieseneidechse unter Ewan McGregors Hintern animiert werden, aber schließlich gelingt es dem Jedi, Grievous zu töten. Auf Coruscant offenbart sich Palpatine Anakin als Sith Lord.
Es muss gesagt werden, dass Ian McDiarmid in seinen Szenen das beste und glaubwürdigste Schauspiel der gesamten Prequels an den Tag legt. Wie gesagt, funktioniert seine Figur nur deswegen so gut, weil alle um ihn herum dumm wie Brot sind. Aber inmitten all dieser sterilen und uninteressanten Charaktere tut es unfassbar gut, mal eine Person zu sehen, die mit echter Leidenschaft bei der Sache ist. In einem Dialog mit Anakin wirkt Palpatine sogar so, als würde er angesichts des bösen Potenzials des jungen Mannes eine Erregung bekommen. Solche kleinen Details fallen auf und gefallen mir. Ein anderer Dialog sorgt allerdings dafür, dass ich mir am liebsten die Haare raufen würde. Anakin berichtet Mace Windu von Palpatines Outing. Mace Windu hält kurz inne. Dieser Moment müsste eigentlich einer der wichtigsten und dramatischsten im gesamten Film sein. Endlich wissen die Jedi, wer der mysteriöse Sith Lord ist. Doch was passiert? Keinerlei passende musikalische Unterhaltung, keinerlei auffälliges Schauspiel. Stattdessen schlendern Anakin und Mace Windu nach einer kurzen Pause im gleichen Tempo wie zuvor weiter, umrahmt vom gleichen CGI-Hintergrund, gefilmt aus der gleichen Perspektive. Die Szene vermittelt absolut null Spannung, wo man als Zuschauer doch eigentlich die Fingernägel in die Sitze krallen müsste. Mace Windu stellt sich mit einigen anderen Jedi dem Kanzler. Natürlich muss auch Palpatine, genau wie Yoda, auf ein Lichtschwert zurückgreifen. Eine andere Möglichkeit, die Qualitäten dieser Figuren darzustellen, finden die Drehbücher der Prequels offenbar nicht. Mace Windus Jedi-Begleiter werden schnell niedergestreckt, doch ihm gelingt es, Palpatine zu besiegen. Vielleicht hat sich Palpatine aber auch besiegen lassen. Da der Kanzler offenbar ja alles vorhersagen kann, wäre dies nicht unwahrscheinlich. Palpatine greift Mace Windu mit Machtblitzen an, die vom Lichtschwert des Jedi zurückgeschleudert werden. Daraufhin verformt sich Palpatines Gesicht und er wird so, wie wir ihn aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter kennen. Dabei frage ich mich, warum verwandelt sich eigentlich nicht auch Luke in ein Schrumpelgesicht? Auch er bekam die Machtblitze zu spüren, vielleicht sogar länger als Palpatine. Aber sein Gesicht blieb unverändert. Eigentlich bin ich ja davon ausgegangen, dass Palpatine in Die Rückkehr der Jedi-Ritter einfach nur sehr alt ist. Anakin stößt zum Kampf hinzu. Er schreitet ein, was dazu führt, dass Mace Windu stirbt. Palpatine erkennt Anakin nun offiziell zu seinem Schüler und Darth Vader ist gewissermaßen geboren. Wieder sprechen sie über die alte Sith-Legende, nach welcher der Tod eines Menschen vermieden werden kann. Allerdings räumt Palpatine nun ein, dass dieses Geheimnis erst ergründet werden muss. Ich kann mir nicht helfen, aber spätestens an dieser Stelle sollte sich Vader ziemlich verarscht vorkommen. Aber konsequenterweise stellt Vader keine weiteren Fragen und fügt sich einfach seinem neuen Meister. Ab hier nimmt die Handlung des Films quasi zwei Stufen auf einmal. Und diese Geschwindigkeit wirft Fragen auf. Warum sieht Vader auf einmal und ohne irgendeinen Beweis die Jedi als Feinde des Senats und der Republik? Seine Charakterentwicklung, die bisher doch relativ plausibel war, wird ab nun weniger nachvollziehbar. Vader marschiert in den Jedi-Tempel und tötet seine früheren Jedi-Freunde. Auch die sogenannten Jünglinge, also die Kinder im Tempel, werden zu seinen Opfern. Diese Szene löst einen Zwiespalt in mir aus. Einerseits ist die Szene konsequent, andererseits bin ich mir sehr unsicher, ob ich in Darth Vader, der zweifellos böse ist, einen feigen Kindermörder sehen will. Darüber hinaus weiß ich auch nicht so recht, ob eine Szene, in der der Protagonist Kinder tötet, überhaupt in einem Star Wars-Film vorkommen sollte. Palpatine präsentiert inzwischen sein vertrauenswürdiges Schrumpelgesicht dem Senat und ruft das Imperium aus. Auch hier schluckt offensichtlich jeder seine Aussage, dass die Jedi einen Aufstand gegen die Republik geplant haben. An und für sich ist diese Idee nicht verkehrt, dem Feind auch mit politischen Mitteln zu schwächen. Aber es geht einfach viel zu schnell und der Film hat keinerlei Vorarbeit geleistet, welche diese Anklage Palpatines unterstützen würde.
Die Jedi sind durch die Klonkriege doch faktisch Popstars geworden. Nichts deutete auf eine Anti-Stimmung in der Bevölkerung hin, auf welche sich Palpatine nun stützen könnte. Wenn die Prequels schon Politik thematisieren wollen, dann sollten sie es auch nachvollziehbar tun. In der ganzen Galaxis wird unterdessen die Order 66 ausgeführt, welche die Ermordung sämtlicher Jedi durch die Klonkrieger zur Folge hat. Obi-Wan auf Utapau und Yoda auf Kashyyyk überleben allerdings diesen Angriff. Mit Hilfe des republiktreuen Senators Bail Organa gelangen sie nach Coruscant, wo sie erfahren, was geschehen ist. Vader ist inzwischen auf Mustafar, wo er die versammelten Separatistenanführer tötet und damit die Klonkriege offiziell beendet. Padme reist ihrem Mann hinterher und ist nach einem Gespräch mit Obi-Wan sehr aufgewühlt und durcheinander. Vader selbst vermutet, dass sie sich mit seinem alten Meister zusammengetan hat, damit dieser ihn töten kann. In einem Anfall beginnt er, Padme zu würgen. Also die Frau, für die er seine gesamte Existenz aufgegeben und sich der dunklen Seite angeschlossen hat. Wenn ich anhand der Prequels Darth Vader charakterisieren müsste, würde ich sagen, dass es sich um einen kranken Psychopathen handelt. Nun kommt es zu jenem Duell, auf welches Star Wars-Fans lange gewartet haben. Das Duell zwischen Obi-Wan und Vader. Tatsächlich ist es der erste Lichtschwertkampf in den gesamten Prequels, der über fein studierte Choreografie hinausgeht. Die persönliche Note ist da und spürbar. Nun, zumindest anfangs. Denn dann zieht auch dieses Duell sich unnötig in die Länge und wird durch unnötige CGI-Spielereien überfrachtet und entdramatisiert. Parallel dazu findet im Senat auf Coruscant ein Duell zwischen Yoda und dem Imperator statt. Ähnlich wie in Angriff der Klonkrieger ist auch hier die Darstellung des Jedi-Meisters einfach nur lächerlich. In diesem Kampf werden sowohl Yoda als auch der Imperator entzaubert. Aber wenigstens beschränkt sich dieses Duell im späteren Verlauf nicht mehr nur auf die Lichtschwerter. Die Kontrahenten beginnen, höhere Macht einzusetzen, was es dann doch halbwegs erträglich macht. Obi-Wan und Vader landen am Ende ihres Duells auf einem Hügel. Vader werden seine verbliebenen Gliedmaßen abgesäbelt, womit der Kampf beendet ist. Die heiße Lava beginnt, seinen Körper zu verbrennen, während Obi-Wan ihm den Satz zuruft: Du warst mein Bruder, ich habe dich geliebt. Da muss ich fast lachen. Wäre ein Gnadenstoß unter Brüdern, die sich geliebt haben, hier nicht angebracht? Gut, man könnte sagen, dass Obi-Wan ein Problem damit hat, seinen alten Schüler zu töten. Aber ihm Beine und Arme abzuhacken und zuzusehen, wie er allmählich verbrennt und qualvoll stirbt, das scheint zumindest eine Weile lang kein Problem für ihn zu sein. Obi-Wan verlässt mit der angeschlagenen Padme Mustafar, während der Imperator den Planeten erreicht und die Überreste Vaders einsammelt. Der neue Sith wird in seine klassische lebenserhaltende Rüstung gesteckt und vollendet seine Verwandlung mit einem überaus peinlichen Nein. Padme stirbt, weil sie laut der Mediziner ihren Lebenswillen verloren hat. Ich schätze, der Film möchte, dass ich das einfach mal so schlucke. Vorher werden jedoch noch Zwillinge geboren, die von Padme Luke und Leia genannt werden. Yoda, der den Kampf gegen den Imperator überlebt hat, geht ins Exil nach Dagobah. Bail Organa, den wir in den Prequels leider kaum kennengelernt haben, nimmt Leia mit zu sich nach Alderaan. Und Obi-Wan, der auf Tatooine im Exil lebt, übergibt Luke, Owen und Beru Lars, die er von nun an Onkel und Tante nennen wird. Wie bereits am Anfang gesagt, ist Die Rache der Sith der beste Film unter den Prequels. Das heißt allerdings nicht viel. Der Film ist quasi der Einäugige unter den Blinden. Nun, da ich mit den Prequels durch bin, muss ich mir ein paar Fragen stellen. Waren diese Filme wirklich nötig? Im Grunde genommen, nein, waren sie nicht. Der Ausgang der Geschichte war von der klassischen Trilogie her bekannt. Es konnte schlichtweg nichts Unbekanntes erzählt werden.
Und die wichtigsten Informationen über jene Zeit erfahren wir sowieso in den entsprechenden Dialogen der alten Filme. Aber wenn man schon eine Vorgeschichte erzählt, dann sollte man es zumindest gut machen. Allerdings muss sich auch der kritischste Fan darüber im Klaren sein, dass die Entstehungsgeschichte von Darth Vader vom Inhalt her kaum Ähnlichkeiten zur klassischen Trilogie haben kann. Die Ausgangslage ist einfach eine komplett andere. Die alten Filme erzählen eine positive und optimistisch stimmende Geschichte, in der ein junger Mann in ein Abenteuer gerät, etwas Schreckliches über seinen Vater erfährt, dann aber diesen Vater auch erlösen kann. Bei den Prequels war der negative Verlauf der Geschichte vorprogrammiert. Es war klar, dass Anakin zu Darth Vader wird. Es war klar, dass Obi-Wan versagen wird. Es war klar, dass Padmé sterben wird. Von der Struktur her hat diese Geschichte mehr von einer Shakespeare-Tragödie als von einem lockeren und inspirierenden Weltraummärchen. Sie mussten also anders sein. Man kann jetzt sagen, dass die Rache der Sith doch prima alle Bedingungen einer Tragödie erfüllt. Das würde auch stimmen, aber der Film ist der Abschluss einer Trilogie, die es nicht geschafft hat, mir eine schlüssige Handlung oder Charaktere zu präsentieren, mit denen ich mitgehe und mitfiebere. Da nützt dann im abschließenden Kapitel sämtliche Düsternis und Brutalität auch nichts mehr. Für mich liegt das größte Problem darin, dass George Lucas die ganze Kontrolle über diese Filme hatte. Er ist kein guter Drehbuchautor und schafft es weder eine glaubhafte Liebesgeschichte noch eine komplett nachvollziehbare Charakterentwicklung zu verfassen. Und als Regisseur ist er auch nicht sonderlich gut. Er selbst hat zugegeben, dass ihm die Regiearbeit eher lästig ist. Als Ideengeber mag George Lucas gut sein. Und auch seine Gelder hätte er als Produzent gut einbringen können. Aber er hätte einfach andere Autoren und Regisseure für die Prequels finden müssen. Mit einer konsequenten und auf ein erwachsenes Publikum zugeschnittenen Richtung hätten diese Filme mit dieser Story ja vielleicht gut werden können. Ich bin nun am Ende meines Reviews zu Die Rache der Sith und damit auch mit den Prequels durch. Ich hoffe, dass ich auch noch Videos zur klassischen Trilogie rechtzeitig machen kann, aber der Kinostart von Episode 7 rückt näher und näher. Aber ich bin einfach mal optimistisch und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Möge die Macht mit euch sein.